Ja, so hinter den Kulissen und so. Ist doch gut. Das sollen die alle gar nicht wissen. Oh, wow. Das ist natürlich eine teure Geschichte auch, ne? Ja, zwei Steuergeräte, zwei Emulatoren. Einen wundervollen... Herzlich willkommen bei Achim auf dem Kanal. So, Dome! Frischer Akku ist drin? Ja, loslegen, drin. Video machen? Ja, schnell. Was wollen wir denn zeigen? Den F-150 wollte ich zeigen. Den F-150! Den ich ja nicht zeigen durfte bei mir auf dem Kanal. Warum nicht? Weil du gesagt hast, den will ich haben. Ach, mein Quatsch, Gott, gar nicht, ein Scheiß. Ach, guck mal. Das sind schöne, dicke Bohrungen, ne? So muss ein V8 aussehen. Da ist Schlauch drauf. Was? Weil hier immer alles aussieht wie Rümpel. Ja, wer war denn das? Ja, keine Ahnung. Das ist unser neuer Tankstellenschlauch. Ja, den mussten wir auch dran bauen. Ja. Ist doch blöd, ob man darum nicht. Ja. Machst du wie du? So wie ich, ne? Soll ich jetzt mal eine Eingeleitung machen? Warte, ich will mal gucken, ob ich sexy aussehe. Willst du mal Einleitung machen? Ne, mach mal. Ich hab gestern. Was? Einleitung gemacht. Auf Carstens Pampers, ne? Einen wundervollen... Herzlich willkommen bei Achim auf dem Kanal. Einen wundervollen guten Morgen, liebe Zuckerschneckenpublikum. Ob ich da einen richtigen Rap-Song hinterlege oder sowas? Bestimmt cool, ne? Bestimmt. Ich bin eine coole Sau bin. Was haben wir hier? 526er. 500. Ja, genau. KE-Jetronik, ne? Lambda geregelt. Die geregelte Venturi. Ja, ich habe gestern schon gesehen. Der ist ja gar nicht so ganz toll vom Zustand her, ne? Nee. Egal. Wichtigste ist Gasanlage. Genau. Ja. Aber was ist das? Weißt du was? Was denn? Das ist schlecht lackiert. Das ist schlecht lackiert. Da haben die unten drunter... Achso, das ist Klarlackschaden ist das. Irgendwie. Ach Quatsch, da haben die, den haben die lackiert und da ist irgendwie Folie drauf gekommen. Junge, Junge, Junge. Können wir ja besser. Ja. Ja, ne? So, meine Lieben, was wollen wir euch denn zeigen? Ich bin jetzt gerade erst aus dem Auto gestiegen. Ich bin noch gar nicht so richtig... Gar nicht so richtig... Erstmal ausmachen, Kaffee trinken. Ich muss meine Tasse von oben erst holen. Ach so, nee, komm, machen wir das wieder. Was haben wir denn hier? Ein T-Rock. Ein relativ junges Ding, ne? Ja. Was für ein Motor? Nee, das sagt mir auch was. Ein 1,5er? Ein 1,5er. DA oder DPCA, ne? Richtig, genau, ist der neue. 1,5er VW-Familie soll ein guter Motor sein. Guten Morgen, Richie! Morgen! Was machst du denn da? Hüte dich vor Sturm und Wind und Autos, die aus England sind? Hast du Spaß an den Backen oder was? Sau. Der hat auch ein Benzindruckproblem, wollte ich nochmal sagen. Nicht unbedingt. Doch. Nicht unbedingt. Doch. Der andere hat auch kein Benzindruckproblem. Ah, wäre ich mir aber fast sicher. Ist Mondeo-Motor, ne? Nee. Nee. Ist noch einer her. Echt jetzt? Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Auto ein Benzinproblem hat. Der letzte hat auch keins. Was? Der letzte hat auch keins. Gleicher Motor? Gleicher Motor. Echt gleicher jetzt? Gleicher Motor, gleiches Auto. Na, wollen wir es nochmal schaffen, vielleicht haben wir Glück. Ja, meine Lieben, aber das Hauptziel dieses Videos, lange genug blödes Rumgequatsche, habt ihr jetzt gehört von uns, wie immer. Hauptziel dieses Videos ist euch zu zeigen, den Coyote 2 Motor. Ihr wisst ja, dass wir schon seit Jahren diese ganzen neuen Mustangs umbauen von... Wann sind die denn losgegangen? 2016? 2015 sind die 2015 schon. Mit dem 5.0 Coyote Motor mit 422 PS. Ein ganz, ganz fantastischer Motor. Unglaublich drehfreudig, unglaublich haltbar. Keinerlei Probleme bekannt. Also ich wüsste es nicht. Schreibt mal unten drunter, ob jemand von euch, weißt du was, Coyote, ob die irgendwelche Probleme irgendwo haben? Ja. Ford kann halt Motoren bauen. Ist so. Zumindest Ford USA. Ne? Ja, als Upgrade haben wir jetzt diesen Coyote 2.0. Das ist ein Direkteinspritzer. Und da haben wir natürlich dann beides, ne? 8 Zylinder, 8 Saugrohrdüsen, 8 Direkteinspritzdüsen in den Brennraum, 16 Stück, ne? Und das zeigen wir euch jetzt mal ein bisschen. Und da bekommt eine Prince VSI DI 2.0 Anlage, ist der erste, den wir umrüsten. 5.0 geht aber auch nur Coyote 2. Importfahrzeugen, also bei europäischen geht es nicht. Ja, aber weil die R115 noch nicht fertig haben. Ne? Ja, wir warten drauf. Die EG-Betriebserlaubnis R115 für die Gasanlage ist noch nicht fertig. Und das Problem ist, dass die Mustangs meistens alle eine EG-Betriebserlaubnis haben. Das hier ist jetzt ein F-150 von einem Kunden, der hat schon ungefähr, mein Gott, Göllner, keine Ahnung, seit 15 Jahren, dass der Underworld Autos bei uns umrüsten. Ne? Aber der fährt natürlich auch relativ lange. Ne? Ja.
Ja, schöner F-150, also was für ein Baujahr ist das Fahrzeug? 2019. Oh, so jung ist der? Ja, muss ja auch, ne? Schönes Ding. Die können echt auch, aber hier, das haben sie immer noch beibehalten mit dem Code. Warte, 2019 ist er, glaube ich. Ne, 17, 11, 17 ist das erste. Ah, okay. Trotzdem ein sehr aktuelles Auto, ne? Ja, dieser Coyote 2 Motor ist im Mustang verbaut, sowie im F-150 natürlich auch, ne? Der hat 450 PS, glaube ich, ne? 5 Liter Hubraum, 450 PS. Was? 400? Nein, der Coyote 2.100, 450. Glaube ich. So irgendwie. Ja, das kann sein, dass sie den für den Pickup ein bisschen zahmer gemacht haben, wie so oft. Ja. Jetzt haben wir bei Mopar, bei dem... was? Ja, da haben sie ne wieder für ein, wahrscheinlich wieder für ein Nutzfahrzeug, haben sie oben ein bisschen Spitzenleistung weggenommen und unten dafür ein bisschen mehr Drehmoment gegeben. Das passiert sehr, sehr oft. Das haben wir bei dem 6-4er bei Mopar ja auch. Da haben wir den auch mit 400... Wie viel hat der? Der 6.4 im... REM 2500. Der hat ja auch nur 400 PS. Und ich glaube, 480 hat er im Dings. Da haben sie 80 PS weggenommen, ja. Und Drehmoment unten dazu gegeben. Ne? Ist eben halt so. Ist, macht ja auch Sinn bei so einem Nutzfahrzeug. Was willst du da hohe Spitzenleistung haben? Da brauchen wir nicht so ein, dass die Leistungskurve quasi so hoch geht, sondern da kann die ruhig ein bisschen flacher sein und wir haben untenrum ein bisschen mehr Drehmoment. Macht natürlich Sinn bei so einem Nutzfahrzeug. Ne? Ja, zeig mal her die Brücke. Ja, schon die Eingasung alles fertig? Ja, jetzt fertig gemacht, ja. Ja, wir sehen jetzt hier. Die Saugrohr-Einspritzdüsen, die quasi für die äußere Gemischbildung zu verantwortlich sind, in gewissen Drehzahlbereichen. Und dann haben wir hier dann noch mal, auch nochmal, kann ich den da unten reinfilmen? Ja, und da unten sind die 8 Benzindüsen für die Direkteinspritzung. Ja, und das kriegen wir nur bewältigt, indem wir spezielle, dedicated, ja. Oh, wow. Das ist natürlich eine teure Geschichte auch, ne? Ja, 2 Steuergeräte, 2 Emulatoren. Himmels Willen, das ist ja aber echt. Tja, ein Steuergerät ist für die Saugrohreinspritzung, eins ist für die Direkteinspritzung, Emulation zweimal, alles doppelt, ist aber, als wenn man 2 Motoren umrüsten. Genau, aber kein Aufwand. Ja, ja, ist klar, der hat auch nur 400 PS, der kann ja auch über 500. Ja. Ne? Kleine Pimpverdampfer da unten, der EVP 500. Dann ist das Schöne, aber hier ist wirklich das Schöne, dass wir auch einen fertigen Carbon haben. Ne? Plug and Play, ne? Plug and Play, das, ja, ist ganz cool, weil 16 Lötungen machen. Ja. Macht keinen Spaß. Ja, gut, so ein bisschen Kenndaten muss Anwendung und sowas wahrscheinlich noch. Ja, die habe ich hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ne? Es ist eben halt der Grund dafür, warum wir die I-Anlagen nicht zur Selbstumrüstung verkaufen können. Es ist einfach zu. Was mir da noch einfällt, zur R150, schmeiß kurz dazwischen. Porsche Cayenne, die 4.2er Turbos, die gehen jetzt auch alle wieder. Ja, genau. Ja, ganz richtig. Richtig, wir hatten ja das Problem seit 2017. Porsche Cayenne haben wir ja schon jahrelang immer umgerüstet, aber seit 2017 hatten wir ja das Problem, dass die R115 in Kraft getreten ist und es gab keine R115 für Porsche und auch keine Abgasgutachten mehr. Und so haben wir das Problem, dass wir Saugrohreinspritzer Porsche, beziehungsweise erst eine ganze Zeit, die am Anfang gar keine Porsche umrüsten konnten, dann kamen die Porsche Direkteinspritzer. Und jetzt sind alle da. Jetzt können wir wieder alle Porsche umrüsten, auch die großen Turbos und so. Ne? Ja. Haben wir ganz viel Anfrage gemacht. Schreibe ich vielleicht im Titel noch ein bisschen rein. Ne? Ja. Porsche Cayenne wieder umrüstbar. Ne? Alle Porsche wieder umrüstbar oder so. Ne? Irgendwie sowas Ähnliches. Ja, ne? Ja. Und wie gesagt, Coyote 2.0 auch. Haben ganz, ganz viele von euch in euren Mustangs drin. Deswegen ist das Video auch so wichtig, finde ich. Ne? Ja. Wird zwar jetzt nicht so die mega Aufrufzahlen kommen, weil da kein Skandal drin steht, von wegen, ich komme in den Knast oder ich bin betrogen worden oder ich gehe über los ins Gefängnis, wenn ich die und die Strafe nicht bezahle, die ich nicht gemacht habe oder so. Aber trotzdem für ganz viele Ford-Enthusiasten interessant. Ja. Ja, schönes Ding. Und das ist eigentlich riesig, guck mal, der passt fast gar nicht auf die Bühne, ne? Guck mal, ja, der ist echt groß, ne? Das ist ein langes Teil. Auch am Ende. Junge. Das ist auch echt ein schönes Ding. Das ist jetzt echt krank gewesen, Ford USA baut echt schöne Sachen. Ja, fährt ja. Ford. Und das ist ein totaler Ford-Freak hier, der Göllner. Ja. Ja? Der hat ja schon 100 Jahre, der vorher auch einen F-150 gehabt, aber der war von 2006, glaube ich. Ja, ein 5-4er oder sowas, ne? Genau, den alten. Oh. Ja, da hat er auch viel Probleme mit gehabt. Ich glaube, den haben die auch nicht umgerüstet. Nein, nicht wegen der Gasanlage. Der hatte, glaube ich, die Krümmerdichtung durch, wie es so oft bei Ford V8 ist, und da mussten sie zweimal Motor rausnehmen. Haben sie einmal Motor rausgenommen beim Ford-Vertragshändler, haben die Krümmerdichtung neu gemacht, reingebaut, hat wieder gefletschert. Dann konnten sie nochmal rausbauen. Das war ganz schön beschissen. Das hat er mir so erzählt. Hat aber nur einmal Motor rausgebaut, bezahlt, logischerweise. Ne? Wie gesagt, ein alter Ford-Freak,
Und Ford USA ist auch mega. Europäische Ford kann ich mich nicht so für begeistern, ist halt so. Aber Ford USA ist schon eine ganz andere Hausnummer. Obwohl diese komischen Ford Focus, die haben wir ja auch schon gehabt mit 300.000 Kilometer auf Gas. Ja, sicher. Ne, kein Problem. Ja, ne? Bis jetzt immer problemlos. Ja. Ja. So, was machst du hier? Mitsubishi? Outlander. Ein Outlander. Hatten wir auch lange Probleme mit R115, ne? Mit ja. Outlander. Ne? Mittlerweile haben wir es alle, ne? Hier bin ich jetzt soweit eigentlich durch. Ich mache jetzt hier noch Masse fest. Leitung legen, Tank einverstoßen. Ja. Zylindertank hinten rein. Injektoren sieht man gar nicht, außer die Stecker hier oben drauf. Hast du schön gemacht. Darf nur nicht poltern. Habe ich gestern auf dem Video gesehen, hat ein bisschen geklappert. Darf nur nicht klappern, ne? Ja, wenn ich schneide, sie hier nochmal was weg. Das Schlimme ist, die Injektoren haben halt ein normales Arbeitsgeräusch. Und wenn da so ein bisschen Plastik drüber ist, das überträgt sich wie Sau. Dann hören die Dinger sich von außen an, manchmal wie ein Diesel. Ja, man hebt sie nur ein bisschen alles weg, ne? Die haben ein bisschen Schaumstoff da. Ich habe gedacht, im Notfall kriechen ist einfach mit Sekunden drüber. Aber dann machst du meine Mutter drunter, damit es hochkommt. Du willst Schaumstoff drunter kleben, ein bisschen, damit das ein bisschen gedämmt ist für die. Ja, ja, macht Sinn. EVP-Verdampfwasser, da hinten schön drin sitzen. Ja, was kriegt der denn? Zylindertank? Zylindertank, der hat 7 Sitze. Echt? Ach so. Junge, da haben wir aber wieder à la Couleur hier heute in der Werkstatt. Ne? Hier eine schöne Lambda geregelte Venturi-Anlage. Zwei Direkteinspritzer. Zwei Direkteinspritzer, genau. Wie, was noch? Ach so, da, der 1,5er. Richtig. Jaguar, alles. Hier ist wieder alles vertreten. Ne? So, doch, der Mercedes ist ja auch da. Ja, alles da. Da hinten kommt er rein. Genau, und der hier hält die. Ach du Scheiße. Hm. Aber ja, der bleibt einfach drinnen, wir bohren den Tank drüber, fertig. Genau. Zylindertank hinten schön rein. Wie viel Liter kriegt er? 50 oder was? 70. 70. Doch, 70 Liter? 70 waren es, Ritschi, ne? Ist ein, was für eine Größe ist das? 3,15? 360 mal 782. Ja, okay. Ja, dann hat er ja gute Reichweite, ne? Verbraucht ja nichts, das Ding, ne? Ja, okay, sind wir erstmal durch hier für ein Dienstagsvideo. Denke ich, habe da einige Informationen gekriegt. Und. Ja, gucken wir mal, was wir aus der angestochenen Woche noch machen. Ja, ich will jetzt Kaffee trinken. Ich auch. Okay. Ich mal schön ein. Willst du mir wieder beim Video zuschneiden zugucken, ne? Nee, ich habe gestern auch Video geschnitten. Wo ist denn mein Kaffee? Ich habe meine Tasse auch oben. Ich war heute Morgen erst Büro. Ja, ich hole mir eine Tasse. Ich dachte, er hat mir... Was? Ich dachte, er hat mir mal einen mitgemacht oder so, ey. Nee. Was denn? Ich wollte mir gerade Kaffee holen. Ja klar, du verstehst ja die Kaffeemaschine, ne? Zwischen wieder erwischt. Dom ist aber auch so ein Sackarsch, ne? Der zeigt immer nur... Warum zeigst du nur eigentlich auf dem Video, was für ein Arschloch ich bin? Was? Ja, gestern. Wieso? Ja, so hinter den Kulissen und so. Ist doch gut. Das sollen die alle gar nicht wissen. Warum nicht? Ich tue meine Videos so, als wenn ich so ein lieber, toller Kerl bin und... Ne, und mit meinen Mitarbeitern so gut umgehe, ne? Und mit meinem Bruder und alles, ne? Und was kommt in Wirklichkeit bei raus? Behind the scene zeigen, ja, ne? Ja, muss auch mal. Ich hab grad gesagt, ich war heute Morgen schon Bubu und werde nur zu Hause Haya-Bubu gemacht. Ich Haya-Bubu machen hier um 6 Uhr, habe ich mir schon Putin angeguckt. Junge. Ja, das ist schlimm. So, tschüss, alles klar. Ne? Tschüss.